Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Papier und Feder. Ich bin Ines und ich freue mich riesig, dass du heute mit dabei bist. Ihr Lieben, heute machen wir mal was ganz anderes. ich hatte ja letztens schon angekündigt, dass ich hier, dass ich mal gucken muss, wie ich das jetzt in Zukunft hier gestalte mit den Videos und so. Und jetzt hatten wir ja am Montag ein, ja, quasi ein Tutorial. Und ich glaube, ein Tutorial in der Woche reicht, damit man dann auch Zeit hat, das alles nachzubasteln und so. Und tja, jetzt war ich am Überlegen, was mache ich denn jetzt? Ne? Und ich glaube, ich werde das jetzt öfter mal machen, dass ich euch einfach mitnehme bei dem, was ich halt gerade tue. Ja, denn ich sitze ja am Basteltisch und mache etwas, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo ich eine richtige Anleitung zugebe oder so, sondern es gibt halt Dinge, die muss ich machen und warum, dann kann ich ja auch die Kamera anschmeißen. Also ich hatte das irgendwann mal bei Twitch, glaube ich, erzählt oder gesagt oder wie auch immer und ja, da wurde dann auch gesagt, ja klar, mach doch an. Ne? Also Kamera an, wenn ich hier am Basteltisch sitze und dann gucken wir einfach mal, was passiert. So, und zwar ist es wie folgt. ich muss für die Mystery Box basteln. Das wird euch sicherlich klar sein. Ja, also für alle die Mystery Box noch nicht kennen. Das ist ein Papierset, was du dir kaufst. Das kostet 25 Euro und als Dankeschön dafür würfeln wir noch 15 Produkte im Zufallsprinzip aus, die du dann on top noch da drauf kriegst. So. Und das sind halt viele selbstgemachte Sachen. Entschuldigt bitte meine Nägel, die sind furchtbar. Ich war letztens im Garten und da habe ich mir die echt zerstört. Ja. Das wird jetzt noch eine Weile dauern, bis ich die wieder richtig reparieren kann, weil die sind mir richtig abgebrochen. Total blöd. Naja, so, egal. genau, da gibt es eben sehr, sehr viele handgemachte Sachen, die in dieser Mystery Box drin sind. Und die muss ich logischerweise basteln. So, deswegen sitze ich halt relativ viel am Basteltisch. Und unter anderem ist ja ein Buchstabe, ich glaube sogar das D, Entschuldigung, für einen Document Holder, so haben wir den genannt. Das ist im Prinzip ein Masterboard, was ich gemacht habe. Und das wird dann in der Mitte einmal geknickt und dann kommen da alte Buchseiten und irgendwelche Bilder, Zigarettenkarten, alles Mögliche, was ich hier an alten Dokumenten halt rumliegen habe. Das können, ich habe noch so einen ganzen Stapel mit ganz alten Zeitschriften aus den 50ern und ja, also solche Seiten sind da dann drin und dafür brauche ich halt jede Menge Masterboards, damit wir diese Document Holder machen können. So, ihr seht schon, ich habe fleißig geklebert. Das sind ja so, ich habe doch so eine alte Enzyklopädie. Hier so ein Lexikon des Wissens oder wie auch immer das heißt. Davon gab es, glaube ich, ich weiß nicht, 25 Bücher oder so. Das ist Buch 3, ne? Die große Sammlung. Und das ist von 1975. Die habe ich von meinen Schwiegereltern bekommen, die wollten die wegschmeißen. Ich habe gesagt, halt, stopp, bitte nicht. Und die benutze ich dafür super, super gerne, weil ich ja dieses Papier so gerne anfassen mache. Das ist nicht glänzend, sondern das ist matt. Und ja, ich weiß auch nicht, es fühlt sich halt ganz toll an und es ist auch ein bisschen größer als DIN A5 und ach, es ist perfekt. Es ist dafür einfach perfekt. So, und hier habe ich jetzt ganz viel raufgeklebt, ne? Seht ihr schon, das sind alles Reste, Buchseiten, Designpapier, was auch immer. Und danach habe ich da ein bisschen Gesso rüber geschmiert und dann ist das ja auch schon mehr oder weniger fertig. Und jetzt soll da noch ein bisschen drauf gestempelt werden. Das würde ich dann jetzt gleich einfach machen. Ne? Ihr seht das schon. Na, kleben die jetzt zusammen. Die sind recht neutral. Manchmal sind sie ein bisschen farbig. Ne? Ein bisschen blau habe ich da jetzt mal drin. Hier auch. Aber na, hier seht ihr schon, da löst sich das ab. Da muss ich gleich nochmal ein bisschen nachkleben.
Ich mache meine Masterboards mit Klebestift, also nicht mit Flüssigklebe, sondern mit Klebestift. Aber wenn ich dann danach da so viel drauf rummatsche, ne, ob jetzt mit Gesso oder mit Farbe oder mit, ich habe auf irgendwelche habe ich hier dieses hier Picket Fence raufgesprüht, dann kann das mal passieren, dass sich der Klebestift wieder löst. Aber mein Gott, dann klebt man das einmal nach. Man sieht das ja eigentlich, wo die sich lösen. Ne? Und gleich kommen noch ein paar Stempelabdrücke da drauf. Stempeln macht ja eigentlich auch immer Spaß. So, und Masterboards müssen ja auch nicht perfekt sein. Ne? So, und dann habe ich hier was anderes ausprobiert. Das finde ich auch super interessant, tatsächlich. Das ist auch diese Seite aus dieser Enzyklopädie. Da habe ich dann hier Packpapier raufgeklebt. Dieses braune, typische Packpapier. Mal gucken, ob ich hier noch was davon habe. Nicht wirklich. Na, ihr wisst schon hier, dieses, was in allen Paketen drin ist. Ja, also das ist auch teilweise in meinen Paketen mit drin, die ich verschicke, beziehungsweise die Lena packt. Und das ist ein bisschen fester. Das ist so ein bisschen wie, ja, wie so ein. Naja, das ist ja so ein, halt so ein Packpapier. So, und da habe ich jetzt einfach mal mir eine Serviette draufgekleistert mit Mod Podge, ja. Und wollte mal gucken, wie sich das dann anfühlt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist der absolute Knaller. Da muss ich jetzt gleich nur noch hier die, das können wir eigentlich auch jetzt als erstes machen, die Ränder abschneiden. Und da ich so viele Servietten habe, ich glaube, das geht vielen so. Ich mag Servietten. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, gerade wenn das so Pakete sind, die ich kaufe, ja, dann da sind ja immer so viele drin. Lege ich mir eine zur Seite, eine Serviette, die sammle ich dann und die anderen, die verbrauche ich. Ich weiß, das ist total bescheuert, ne? Aber naja, es gibt halt so Servietten, die finde ich echt schön und ich finde diese hier sind echt hübsch mit den Federn und so. Und ja, da hatte ich mir ein ganzes Paket gekauft und jetzt, naja, eine behalte ich und die anderen benutze ich. Ich habe so eine Kiste, wo ich dann auch, wenn ich Servietten mal geschenkt bekommen habe oder so, da sammle ich die dann drin. Ja, man ist echt bescheuert, ne? Oh, sorry, voll gegen die Kamera geditscht. So, und das ist jetzt, ich finde das irre. Also, fühlt sich ganz, ganz toll an. Und da muss man ja auch nicht mehr viel machen. Das wird dann einfach nur geknickt. Ne? So. Da kommen dann die Dokumente rein. Und dann kommt da noch ein Paperclip ran. Und dann ist das doch ein super cooler Dokumentenholder. Ich wollte halt mal was anderes machen. Ne? Also wir haben jetzt bisher immer die Masterboards genommen. Ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich finde das ziemlich cool eigentlich, muss ich sagen. Und man benutzt auch mal ein paar Servietten, ne? Und derjenige, der dann diesen Dokumentenholder bekommt, kann ja dann das hier noch benutzen. Das ist ja das war ja so mein Gedanke dabei, auch wenn das jetzt die Masterboards sind, dass man die dann ja noch weiter verbasteln kann, ne? Und das finde ich eigentlich echt ziemlich cool. Ha, richtig gut. Ja, also so ist das dann. Also, ne, man versucht immer mal, man probiert immer mal was Neues aus. Und die hatte ich jetzt heute Vormittag. Also wir haben jetzt Mittag und die hatte ich heute Vormittag gemacht. Und dann habe ich die trocknen lassen und jetzt kann ich die zurechtschneiden und dann auch direkt im Prinzip weiter verwursteln. Finde ich richtig gut. Wie gesagt, es war jetzt einfach nur ein Test. Aber das könnt ihr ruhig auch machen. Also, denn Servietten hat ja doch jeder zu Hause. Und ich denke mal gerade so an
Ich weiß, wir wollen da noch gar nicht dran denken, ne? Aber Weihnachten kommt. Ich weiß, es kommen vorher noch ganz tolle andere Momente, ja, also Herbst. Ich liebe den Herbst, das wisst ihr. Und darauf freue ich mich schon wieder, wo ich das Gefühl habe, wir hatten erst Herbst und wir sind schon wieder auf dem besten Weg dahin. Also Herbst und natürlich Halloween. Das ist ja für mich auch eine Jahreszeit sozusagen. Und dann kommt für mich erst Weihnachten, aber man kann sich ja schon mal Gedanken machen, ja, wie das, was man da so machen kann. Und ich finde, das ist schon mal eine ziemlich coole Idee. Denn es wird mit Sicherheit auch eine Mystery Box geben zum Thema Halloween und zum Thema Weihnachten. Ja. Apropos Mystery Boxen, das Video ist ja, also wenn ihr das seht, ne, ist ja Freitag und heute werden wieder neue Boxen eingestellt. Dieses Mal späten Nachmittag. Ja, also ich habe mir überlegt, also es ist ja irre, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Es ist ja irre, wie begehrt die sind. Wir haben am Freitag bei Twitch. Ach, wir hatten Bock. Wir haben ja jetzt nach der Pause, nach der Sommerpause, wir hatten ja nun schon länger keine mehr gemacht. Und dann habe ich halt gesagt, ich sag, ach komm, ne, wenn einer will, dann. Weil freitags bastel ich auch immer live dann irgendwas für die Mystery Boxen im Moment. Und da habe ich dann gesagt, ach naja, wenn hier jemand ist, der eine haben möchte, ne? Ich bin ja gar nicht so. Ja, dann haben wir am Freitag auch welche gemacht, also welche ausgewürfelt. Und ja, hatten eine Menge Spaß. Ja, also, und da hatte ich das schon angekündigt, ich werde die Boxen jetzt immer zu einer anderen Uhrzeit einstellen, ja, also damit jeder eine Chance hat. Denn es guckt ja nicht jeder morgens um 6:30 mein Video, ja, weil die Leute müssen zur Arbeit, das ist mir alles völlig klar. Und das ist dann so ein bisschen schade, dass einige vielleicht nicht in den Genuss kommen, eine abzubekommen, nur weil sie zur Arbeit sind. Ja, wie gemein. Deswegen werden die jetzt immer zu unterschiedlichen Zeiten eingestellt. Ich finde, das ist nur fair. Und jetzt, heute, werden sie, späten Nachmittag werde ich sie einstellen. Habe ich mir so überlegt. Ne? Weil die waren beim letzten Mal echt so schnell ausverkauft. Da hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen. Aber gut, ich kann das ja nicht beeinflussen. Ne? Ja, und wenn die dann. Also, es ist halt egal, ob alle verkauft werden oder nicht. Das ist ja egal. Am Mittwoch nächste Woche werden sie dann auf jeden Fall wieder ausgewürfelt. Ne? Das machen wir wieder live. Bei YouTube. Ich finde das eigentlich ganz witzig. Und man muss ja nicht dabei sein. Ne? Also wenn du keine Zeit, also wenn du eine Box kaufst und du hast keine Zeit, am Mittwoch live dabei zu sein, das ist überhaupt kein Problem. Wir werden sie trotzdem auswürfeln, ne? Weil wir müssen ja immer, wir müssen das ja erledigen. Das Video wird aber gespeichert und du kannst dir das dann ja später angucken. Ist ja auch kein Problem. Ne? Also. Von daher, ich glaube, das ist eine ganz gute Lösung und ich finde das so toll, dass das auch alle anderen so toll finden, auch wenn sie gar keine Box gekauft haben. Das macht so viel Spaß, das ist so toll. Ja. Naja. So, jetzt habe ich hier mein Masterboard, jetzt bestempel ich das mit den wildesten Sachen. Ich habe hier so ein, ihr wollt das ja mal alles wissen, ne? Das ist dieser Stempel von Spellbinders. Also ich finde das immer noch ganz erstaunlich, dass die auch Stempel haben, das wusste ich nicht. In Zusammenarbeit mit Kathy Holden. Der ist im Moment leider ausverkauft, den kann ich nicht nachbestellen. Den habe ich halt zufällig letztens irgendwann gesehen und habe gedacht, so, das ist ja cool, weil das mit so Unterschriften ist. Aber den kann ich im Moment leider nicht nachbestellen. So. Naja, und jetzt stempel ich hier halt einfach ein bisschen drauf rum. Man könnte sich ja auch.
Einfach zwei Masterboards hier hinlegen. Egal. Ja, so mache ich das dann. Also, ich finde immer, das Stempeln macht da draus dann nochmal was ganz Individuelles, ne? So. Das finde ich cool. Warte, da kann auch noch einer hin. So, und dann, ich gucke mal, ob das auch getrocknet, also ob das schon trocken ist, weil hier, Versafine Clair. Das habe ich nicht mit Gesso gemacht. Das ist hier dieses Picket Fence. Ja, das ist ja so ein weißes Spray. Da hält es gut drauf, weil auf Gesso, das ist mir jetzt zuletzt aufgefallen, hält das Versafine Clair nicht so gut. Also doch, es hält natürlich schon. Wie will ich das sagen? Es braucht eine Weile, bis es getrocknet ist. Also da ist es immer, zeige ich euch gleich. Ich habe ja auch welche mit Gesso gemacht. Und da muss man dann immer noch ein bisschen warten, bis es trocken ist. So, und das ist dann mein Masterboard Document Holder. So, und da müssen wir dann noch einen Paperclip zu basteln. Genau. So, ich werde das jetzt einfach mal machen. Jetzt gucke ich mal. Ja, hier ist Gesso drauf. Hier und hier nicht. Das ist wieder dieses Picket Fence. So, und ich gucke mal, ob ich hier ein bisschen mehr... Man muss ja einfach nur mal ein bisschen Platz machen, ne? Und dann geht das auch. So. Ja, mein Tisch ist zu klein. Oder zu voll, oder wie auch immer. Oh. Ja, ich habe halt oft ganz viele verschiedene Projekte in Arbeit. Gerade jetzt durch die Mystery Box ist es so, dass ich könnte immer basteln und ja, habe ganz, ganz viele verschiedene Projekte immer ja, in Arbeit. Ne? Also jetzt mache ich hier die Document Holder, beim nächsten Mal mache ich dann Kleinigkeiten, ne? Selbstgemachte Kleinigkeiten oder ich muss die Ephemera-Tüten packen oder ach, was weiß ich. Also es ist halt immer irgendwas anderes. Naja, und dann könnt ihr euch vorstellen, dass man nicht jedes Mal alles wieder wegräumt. Und so sieht es dann hier auch aus. ja, gut. Es ist halt so, ne? So. Ja, und hier, das war jetzt das beste Beispiel. Da bin ich voll abgerutscht. Ich glaube schon, dass man das ganz gut sehen kann. Also es ist total verschwommen, weil es ist ein glattes Papier und es ist Gesso drauf. Und dann rutsche ich damit gerne ab mit den Stempeln. Also da muss man dann, darf man nicht ganz so, ne, nicht ganz so schnell sein. Ja, passiert halt. So. Noch eine Unterschrift nehmen. Das finde ich echt mega. Oh. Bei Masterboards ist das ja nicht so schlimm. Im Normalfall wird das ja nachher zerschnitten. Also so mache ich das jedenfalls. Ne? Also wenn ich mit Masterboards arbeite, dann dienen sie mir letztendlich als selbstgemachtes Papier. Und ich mache daraus dann Tags oder Bellybänder oder was weiß ich was. Und man wird seine ganzen Schnipsel los. Und wenn man das ein bisschen neutral macht, also, ich sag mal, wenn man das jetzt auf Vorrat macht, ja, Masterboards, dann versuche ich die immer so neutral wie möglich zu machen. Also das heißt, ohne Farben oder ohne Designpapier, was
sehr farbintensiv ist. Und dann kannst du die nämlich für alles benutzen. Also egal, welches Journal du denn gerade zu packen hast, dann kannst du die nämlich überall drin benutzen. Aber das ist ja mit allem so. Egal, ob das jetzt eine Massenproduktion ist, die wir machen, oder irgendwas anderes, was man auf Vorrat bastelt, finde ich jedenfalls immer, dass das ein bisschen einfacher ist, wenn man es in neutralen Farben macht, weil dann ist es halt individuell einsetzbar. Wenn man das denn möchte, überhaupt. So. Na, hier geht noch was. Hier geht noch ein bisschen was. Was habe ich da noch Schönes? Ja, hier den habe ich auch noch nicht so oft benutzt. Finde ich auch mega toll. Den habe ich auch wieder nachbestellt. Aber da brauche ich einen größeren Block. Mal gut, man hat, ne? Aus wie so ein altes Rezept, sag ich schon. Das heißt, auf Englisch heißt das Receipt, ne? So eine alte Rechnung irgendwie. Finde ich total abgefahren. So, ne? Wie so ein Stück von so einem handgeschriebenen, ja. Wie heißt das denn? Rechnung. Total cool. Da kann das nochmal richtig schön hin. So. Dann kann das da ja auch nochmal rauf. So. Und damit das nicht zu langweilig wird hier, können wir ja noch die Paperclips dazu machen. Ja, ich hoffe, das ist auch okay, wenn wir das mal so machen, weil es ist manchmal so ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Also oft mache ich ja die Videos extra, ne? Also ich mache halt irgendwas, also ich arbeite gerade an irgendwas und dann muss ich halt wieder ein Video machen, weil, naja, es Zeit wird. Und dann überlege ich mir irgendwas, was kannst du denn heute machen? So. Und naja, manchmal bin ich aber mittendrin schon etwas zu tun. Also dann bin ich da dabei, gerade, keine Ahnung, jetzt hier diese Masterboards zu machen. Und dann denke ich mir immer, wieso, jetzt musst du das alles, musst du es aufhören und wegpacken und halt irgendwas Neues holen, um, jetzt halt ein Video zu machen. Aber warum kann ich denn nicht einfach das filmen, was ich halt gerade mache? Macht ja eigentlich viel mehr Sinn, oder? Vor allem, wenn es einfach nur ein... Das ist ja kein Tutorial, sondern das ist einfach nur ein Kreativvideo, sagen wir es mal so. Aber es kann, glaube ich, auch ruhig mal sein. So, hier habe ich, das sind die, das sind diese kleinen Blöcke von Studio Light. Wo ich ja gesagt habe, ne, da habe ich mich total vertan, weil die ja so, die sind ja so klein. Ich habe gedacht, das wäre DIN A4. Ja, wie die kamen, da musste ich echt ein bisschen lachen. Ist auch egal. Und hier ist ein so ein Block, der heißt Vintage Tags. Und das ist doch schon wie ein Paperclip. Ja, also den finde ich gut. Den finde ich ein bisschen klein, den in der Mitte. Deswegen den lege ich mir nochmal zur Seite. Aber der hier, der geht doch auch. Ja, die schneide ich mir einfach aus und dann basteln wir gleich einen Paperclip. So.
Und auch den kann man ja dann später noch weiter benutzen. So, ich liebe ja auch Paperclips mit Clustern, können wir vielleicht auch noch machen. Ich mache ja gerne immer mal was anderes, ne, damit das nicht alles immer gleich aussieht, weil ich habe auch keine Lust, immer das Gleiche zu basteln. Das ist daran liegt es wahrscheinlich hauptsächlich. Aber ich meine, gut, wer mag das schon? Ja, ich habe hier jetzt eine Menge Papier, aber nicht das, was ich gerne möchte. Das ist ein Mood. Ein Mood. Das ist ein Mood von Craft O'Clock. Ich weiß es nicht. White, beige, brown. Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich nehme die andere Seite. So. Gucke ich einmal, ob die darauf passen. Jo. Dann kann man die noch mal ein bisschen begradigen, wenn man das möchte. So. Aber die möchte ich noch inken. Da ist er. Damit die sich ein bisschen hervorheben, ne, von dem. Ja, also das ist jetzt erstmal mein Plan. Mein Plan ist ein Tutorial die Woche und ein Bastelvideo. Und dann will ich gucken, dass ich die Shop-Updates wieder ein bisschen regelmäßiger mache. Die werden aber jetzt, es gibt keinen festen Tag mehr für die Shop-Updates, also das ist jetzt auch was Neues, denn ich möchte die machen, wenn sie gemacht werden müssen, sozusagen. Also das heißt, ich bekomme Ware mit neuen Sachen am Donnerstag, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wäre ja erst den Mittwoch drauf, also ne, den Mittwoch, die Woche drauf, wäre ja dann theoretisch erst das Shop-Update, weil ich ja immer gesagt habe, dass mittwochs das Shop-Update kommt. Nur, ich habe das zuletzt jetzt so oft gehabt, also ich muss die Sachen ja vorher schon in den Shop einstellen. Zu schwach. Also, wenn die neuen Sachen kommen, stelle ich sie ja in den Shop ein. Und auch jetzt sind da schon Sachen drin. Ja. Nur dafür, das lohnt sich nicht, sind glaube ich nur 4 Stück. Ich weiß jetzt nicht, wie das am Freitag ist, also heute ist. Aber jetzt, wo ich das Video aufnehme, sind da nur 4 neue Sachen drin. Also, das lohnt sich natürlich nicht. Aber wenn ich halt neue Produkte habe, dann werde ich das Shop-Update nicht wieder eine Woche, also später machen, weil zuletzt war das jetzt wirklich so, dass oft die Sachen dann schon ausverkauft waren. Und dann brauche ich dafür kein Shop-Update machen, wenn die Sachen gar nicht mehr lieferbar sind. Also ich glaube, ihr versteht, wie ich das meine, oder? Das ist total hohl, das dann zu machen. Also habe ich mir überlegt, wenn ich neue Produkte habe und sie eingestellt sind, kommt ein Video. Und dann wird das auch manchmal nur ganz kurz. Ja, wenn es dann eben, ich meine, gut, bei 4 Produkten werde ich das wahrscheinlich nicht machen, aber dass ich dann eben auch mal auf einen Samstag ein Shop-Update mache, ja, weil am Donnerstag ist die Ware gekommen, dann kann ich die verräumen und fotografieren oder in Shop einstellen und kann das Video gleich machen und dann kommt das Shop-Update halt auf den Samstag. Oder das nächste Mal auf den Dienstag oder wie auch immer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr versteht, wie ich das meine.
Denn das geht so nicht mehr. Also, das macht halt auch überhaupt gar keinen Sinn. Warum nehme ich eigentlich schon wieder die Klebe? Damit immer so lange zu warten. So. Und dann warte ich, sag ich mal, bis Dienstag, bis ich das Video mache. Und stelle fest, ja, toll, die Hälfte ist schon ausverkauft. Jetzt brauchst du das Video auch nicht mehr machen. Das ist verrückt. Das ist echt total verrückt. Und ja, das wird sich jetzt also definitiv ändern. Ich werde halt ein Shop-Update machen, wenn ich ein Shop-Update machen will. So. Weil ich glaube, das findet ihr schon ganz gut, ne? Oder? Also ich hatte ja schon mal gefragt, ob die Shop-Updates nötig sind, sagen wir es mal ganz vorsichtig so. Aber da waren viele dabei, die gesagt haben, ja, es ist schon schön, wenn man die Sachen einmal sieht. Und ja, natürlich ist das was anderes, sie in einem Video zu sehen, als auf Fotos. Ne? Ist klar. Aber ich hatte das letztens, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube, man wiederholt sich dann auch ständig. Ne? Also, es gibt ja im Shop diese Kategorien mit Shop-Update und dem Monat. So, und wir haben jetzt August. Das heißt, alles, was jetzt in der Kategorie drin ist, also Shop-Update August, sind halt die neuesten Sachen. So. Ob mir das gefällt, weiß ich noch nicht. Und ob ich das so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube schon. Ich glaube schon. So werden wir das jetzt machen. So, wir haben den und den. Der ist sehr viel blauer, obwohl die sind beide blau, ne? Das ist eigentlich egal. Ja, guck mal, und dann habe ich hier einen Paperclip. Und der hält das ja dann zu, ne? Und dann müssen da nur noch die Dokumente rein und dann ist das Ding fertig. Das finde ich ziemlich cool. Muss ich ja tatsächlich mal sagen. So, ist das getrocknet jetzt? Ja, geht. Denn wie gesagt, auf Gesso hält. Ich hätte die auch sehr schief abgeschnitten. Hält Versafine Clair nicht so gut. Habe ich da überhaupt geschnitten? Da habe ich schon gar nicht geschnitten. Wow, ja, seht ihr? Jetzt sind hier die ganzen Stempelabdrücke an meinen Fingern, weil da doch irgendwas noch nicht ganz trocken war. Ja, gut. Ist so. Da würde sich dann Stazon besser eignen, weil das ist ja definitiv eine schnell trocknende, also das Stazon Schwarz. Ne? Ich weiß gerade gar nicht, ob die bunten auch so sind, also ob das die gleichen Tinten sind. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh, nee, das geht gar nicht. Das muss ich noch trocknen lassen. Naja, gut. Das ist natürlich, das hält da dann sofort drauf. Oh, cool. So, da hat das Telefon geklingelt. Und jetzt bin ich ganz durcheinander. Nein. So, ich habe mir dann auch direkt die Hände gewaschen. Oh, ehrlich. So, ich glaube, das war okay. Das war nicht mit dem Gesso. Da muss ich wirklich noch mal so ein bisschen drauf achten, dass ich die dann bestempel und dann auch noch mal liegen lasse zum Trocknen. Ja, hier habe ich natürlich jetzt so geklebt, dass genau hier ein Stück Papier zu Ende ist. Ja.
Da werde ich jetzt einfach, weil es ja egal ist, mehr oder weniger, dann nehme ich mir jetzt einfach ein Washi-Tape und klebe das hier an. Ne? Und klappt das hier über, damit das nicht kaputt geht. Durch das Falten, ne? Sehr schön. Und passt ja trotzdem mega dazu, ne? Also ich finde die Washis von hier Aal and Create echt super cool, weil die sind so neutral, ne? Also gerade die schwarz-weißen. So, dann machen wir jetzt noch fixen Cluster. Ich habe hier überall irgendwie Fussel. Und hier habe ich noch ein bisschen Naturpapierreste. Und wenn man die so ein bisschen auseinanderzieht, dann fusseln die so schön. Oh, ehrlich, ne, Mann, ist ja, also manchmal habe ich das Gefühl, wir sind total bekloppt, dass wir sowas gut finden. Aber ich finde das schön. Nehme ich das mal. Hier habe ich noch so ein von dem Naturpapier mit den Musikseiten was. So, dann habe ich hier. Ja. Können auch schwarz nehmen. Das sind einfach nur Stempelabdrücke von diesen. Ich weiß immer gar nicht, ob ihr das überhaupt wissen wollt. Das gab von Tim Holz mal so ein Stempelset mit so kleinen Vierecken, Tiles oder so hieß das. Und da habe die habe ich einfach abgestempelt, ausgeschnitten und jetzt kann man die immer mal so als statt jetzt ein Ticket. Ja, normalerweise würde ich ja wahrscheinlich ein Ticket nehmen. Ist aber duster, ne? Das wird mir ein bisschen zu dunkel. Da nehme ich jetzt irgendwas anderes, was ein bisschen Farbe hat vielleicht. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts, ne? Das ist ja blau. Was ist hier denn noch drin? Ich liebe es ja, in diesen Dingern zu wühlen, ne? Das sind ja diese. Ah ja, der ist ja schön. Ja, den nehme ich. Der ist auch ein bisschen blau. Dunkelblau. Der passt da dann ganz gut zu. So, und auch den Paperclip, Cluster, wie auch immer, kann man ja dann später noch anderweitig benutzen. Ne? Den muss man ja nicht zwingend an diesem Holder dran lassen. Aber wem sage ich das? Ihr habt manchmal viel coolere Ideen als ich, habe ich das Gefühl. Habe ich das manchmal im Discord sehe. Also toll, ehrlich. Ich finde das ganz, ganz toll, was ihr alles macht. Kreativ ihr seid. Super cool. So, jetzt habe ich das gemacht, das gemacht. Jetzt brauche ich nochmal wieder so ein. Oh Gott, das wäre fast schief gegangen. Habe ich hier noch so was? Ja, wie gesagt, ihr dürft das Handy mir nicht sehen. Also das ist schon wieder so groß geworden, hier mein Haufen. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn wir irgendwas in Zukunft daraus basteln. Also immer mal was machen, was. Ja, so doof sich das anhört, aber was hier halt gerade noch rumliegt, ja. Reste aufbrauchen. Ich finde das ganz. Das ist so wichtig. Dass man den ganzen Kram auch benutzt. So, der wird jetzt recht groß. Aber das macht nichts. Guck mal, und dann packe ich den da drauf. Ist das nicht schick? Oh, so einfach. Und so schick. So, bei den anderen hatte ich hier die Ecken abgerundet. Finde ich manchmal gar nicht so schlecht. Ja, ich habe immer noch den kaputten. Er geht ja noch, ja. Manchmal muss ich ein bisschen viel Kraft aufwenden, aber er geht ja noch. So. Und solange. Ach ja. Ich bin doch geizig, wisst ihr doch.
Ach so, oder nehme ich lieber die andere Seite? Nee, bei dem finde ich die Seite eigentlich ganz gut. So. Zack, zack. Ja, und wer weiß, vielleicht ist dann nächsten Mittwoch schon jemand Besitzer von einem dieser Holder. Das finde ich auch immer witzig. Wenn dann die Sachen dabei sind, die ich mal irgendwann in einem Video gemacht habe oder in einer Massenproduktion oder so, das ist schon echt witzig. Ja, ach, mir macht das alles echt super viel Spaß. Wie gesagt, da müssen die nur noch befüllt werden. Ja, hier kann man noch mal ein bisschen abschneiden. Das sieht jetzt nicht so schön aus. Aber auch das sind immer so Sachen, die müssen nicht sein. Ne? Das entscheidet jeder für sich selber, was halt schön ist und was nicht. Und was man selber schön findet und was nicht. So, guck mal. Dann haben wir die drei schon mal komplett fertig. Jetzt müssen wir hierfür noch was machen. Leute, das fühlt sich hammermäßig an. Also da muss ich unbedingt, da könnte man jetzt auch einfach ein Journal draus machen, ne? Das ist abgefahren, weil das ist nicht wirklich, das ist nicht weich, aber das ist auch nicht, nicht hart, ich weiß gar nicht. Das fühlt sich total abgefahren an. Ich weiß auch nicht, ob das die Kombination von diesen Blättern ist. Keine Ahnung. Vielleicht sollte ich auch immer von den hier von diesen Blättern, also hier aus dieser Enzyklopädie, vielleicht sollte ich da auch immer ein Blatt mit reinlegen in den Dokumentenholder, damit ihr das machen könnt. Oh, ehrlich. So. Ja, will ich dafür jetzt auch schon Paperclip? Ich meine, ich muss sie ja machen, ne? Das ist eigentlich ja egal. Was habe ich hier denn noch? Ich habe ja, es ist ja nicht so, als hätte ich nichts vorbereitet. Ein paar Sachen habe ich ja schon vorbereitet. Mal hier, der war letztens irgendwie abgefallen. Ich weiß, das ist pink, aber es macht doch nichts. Der passt doch da dann ran. So. Fertig. So, und hier habe ich auch noch Cluster fertig. Da brauche ich ja nur die Holder noch machen. Also, ne, ihr wisst schon. Ich glaube so. Die Holder. Ich rede auch einen Blödsinn. Die Grundlage für den Paperclip. So. Oh, der ist ein bisschen groß. Dann nehme ich einfach noch einen. Ein bisschen Washi-Tape dahinter. Ja, besser. Guck mal. Und schon sieht das gar nicht mehr so verloren aus. Ne? Man hätte jetzt auch stempeln können, ja. Aber ich mache das jetzt mal so. Das hier ist ganz billiges Washi-Tape, ne? Also das ist ja nur, damit das ein bisschen, damit die Büroklammer nicht verrutscht. Nur deswegen mache ich das daran. So. Ich mag Inken. Irgendwie muss das immer noch sein. Ja, ich habe nach Ewigkeiten, also wirklich, das ist jetzt wirklich schon,
Ach Gott, das ist schon gar nicht mehr wahr. Habe ich eine Auftragsarbeit bekommen? Oh, das ist eine Herausforderung für mich. Das ist echt eine Herausforderung für mich. Für eine Einschulung wird halt ein Geschenk gesucht, ja. Und da habe ich dann vorgeschlagen, man könnte ja ein Erinnerungsalbum machen, wo dann eben die. Ach, gar nicht so schlecht. Wo die Fotos von der Einschulung rein können und sowas halt. Und ja, das ist eine gute Idee. Ja. So viel dazu, ne? Damit war das dann irgendwie ein Auftrag. Da bin ich ja mal gespannt, was mir dazu einfällt. Weil ich finde, manchmal ist es ein bisschen schwierig. Journals zu basteln für Leute, die nicht wirklich im Thema sind. Ja, also ja, ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich meine, weil es stellt sich ja ganz oft oder die Frage wird ja immer noch gestellt, was mache ich damit? Ne? Und naja. Es ist ja, du kannst es ja im Prinzip für so viele Dinge benutzen, aber eben halt auch unter anderem ja als Sammelalbum. Und nur das ist dann, wenn das für jemanden ist, der, wo ich ja jetzt auch nicht weiß, was die mögen und das ist ja nun auch für ein Kind mehr oder weniger, da musst du dann ja, also da brauchst du nicht anfangen mit Braun zu inken, ne? Das ist halt eher fehl am Platz dann. Ja, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie ich das umgesetzt bekomme. Und wie das dann nachher aussieht. Fertig. Ach, mega cool. So, ihr Lieben, jetzt haben wir aber hier auch ein bisschen was gemacht, ne? Finde ich richtig gut. Ich muss noch ein bisschen was stempeln, aber da ja, weiß ich immer nicht. Das finde ich jetzt auch nicht so spannend, als dass ich das zeigen müsste. Ich wollte euch einfach nur mal mitnehmen, dass ihr seht, wie das ja auch entsteht und wann das entsteht. Und naja. Beim nächsten Mal mache ich vielleicht irgendwas anderes und dann schmeiße ich dann die Kamera an. Ne? Also, ja, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Spaß gemacht. Einmal so ein bisschen, naja, mit für die Mystery Box zu basteln. Und Masterboards sind toll, die kann man für ganz viele Sachen benutzen. Und wie gesagt, dieses hier, das ist der Knaller. Also, das werde ich noch öfter benutzen. Und da werde ich, glaube ich, auch ein Journal draus machen. Vielleicht ja auch für die Mystery Box, wer weiß. Ihr Lieben, ja, macht euch einen schönen Tag. Ja, genießt ihn, auch wenn das Wetter immer noch nicht so schön ist. Aber ist ja nun mal, wie es ist. Bastelt euch was Schönes und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.